R-E-W-I-N-S-I-D-E. Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Minecraft Craft Attack! Mit dabei ist heute mein allerliebster Allmann-Freund Felix Rotpilz. Ja. Servus, Digga! Felix, du möchtest jetzt bestimmt erstmal eine richtig heftige Timelapse sehen, wie ich angefangen habe, mein Haus zu bauen, oder? Ja, normal, Alter. Ja, Leute, dann gönnt euch jetzt mal rein, Herr Minerkolm! Nein, ich sterbe! Nein! Oh. Ja, was passiert? Hast du gesehen, Felix? Junge. Das war ein Block. Das war komplett geisteskrank. Gesehen, Freunde, ganz klein bisschen was geworkt, ganz klein bisschen gehasselt an meiner Kolm. Leute, ich habe es. Hast du das gemacht, Alter? Ey, Digga, heftig, oder, Felix? Heftige Moves, Alter. Möchtest du mal auf mein Grundstück kommen? Denn ich möchte dir ganz kurz von dem Plan berichten, wie ich versuche, mein Haus zu errichten. Wenn ich das so sagen darf, Herr Felix. Da bin ich doch perfekt dafür. Ja, ich denke, dass Sie einer der architekturmäßig Bewanderten hier in der Stadt sind. So habe ich Sie auch dementsprechend ausgewählt, um herauszufinden, ob das, was ich theoretisch hier gerade geplant habe, überhaupt den architektonischen Standard der Stadt entspricht. Okay, das ist ein guter Idee. Kommst du bitte zu mir rüber? Wir schauen uns das gemeinsam an oder gucken wir mal. Sebastian. Felix, erzählen Sie mir, ja bitte. Was sagen Sie jetzt eigentlich zu den Brücken, die ich fertig gebaut habe? Herr Rotpilz, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Brücke ist eine Sache, die mich mit äußerster Freude und Glückseligkeit erfüllt hat. Ich nehme auf, ich kann nicht schreiben, ich glaube, ich bin gerade. Tut mir leid. So, Felix, schau mal, pass mal auf. Ich weiß gerade nicht, was geschehen ist. Ich glaube, ich hatte gerade einen dieser Aussetzer. Schau, Felix, also. Von der Form her sieht man ja schon, es ist relativ geometrisch, wenn man das so sagen kann, ja? Wir haben hier eine sehr relativ moderne Eingangsfrontform des Hauses, ja? Also ich denke mal, ich werde hier eine Art Pavillon machen. Schau mal, hier ist quasi meine Eingangstür, ja? Ich habe mir überlegt, dass hier quasi die Eingangstür ist, ne? So, hier quasi halt, hier soll da die Tür sein. Hier vorne kommt ein Pavillon, ein gläserner Pavillon. Hier vorne. Da. Ich nehme gerade auf, Simon Unge. Ach so, ich bin falsch. Ich nehme gerade auf, Mann, raus! Ganz irren hier in Utopia. Und dann habe ich halt vor, Leute, heute Abend auf jeden Fall im Stream 19:30 definitiv reinschauen. Da wird nämlich das Haus nochmal komplementiert, ein bisschen weitergebaut. Ihr wisst, wie es läuft. Aber Felix, schau mal. Ich muss jetzt erstmal ganz ehrlich fragen, ja? Ich habe ja schon mitbekommen, dass manche Leute ein Problem damit haben, mit einem sehr, sag ich mal, modernen, beziehungsweise fast schon sehr gewagten Baustil. Ja? Und das ist natürlich jetzt meine generelle Grundfrage. Wo liegt das generelle Problem dabei? Das Ding ist, das kann man nicht so wirklich von mir. Ich habe da eigentlich nicht so ein großes Problem mit, weil das Ding ist eigentlich eine generelle, ja, so gut wie alles ins Stadtbild. Schau mal, außerdem ist hier eine architektonische Vielfalt in der Stadt, sage ich mal, ja. Das Schönste, macht die Stadt ja auch bunt. So, dementsprechend, meine Freunde, wollte ich euch ganz kurz das Grundkonzept meines Hauses vorstellen. Und zwar, Felix, wird sehr viel meines Hauses von weißen Concrete-Wänden. Ja, ich finde, Concrete ist ein unglaublich robustes und schönes Material, welches sich perfekt in die Landschaft einfügt. Ich finde, der dunkle Mahagoni-Holzboden fügt sich da natürlich muss man da nicht noch Wasser drauf auch wunderbar ein. Nein, das ist schon White Concrete, das ist nicht das Powder, sondern ich habe schon ein bisschen was gefarmt davor. Also dementsprechend haben wir das auf jeden Fall schon mal alles. Hier vorne, Leute, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Felix, du weißt auch wahrscheinlich, was hier hinkommt. Hier muss einfach ein riesiger Skypool hin, oder? Felix, weil guck auf mal. Jeden es Fall. Ist einfach perfekt für einen wunderschönen Infinity Pool hier, meine Freunde. Diese Terrasse. Willst du hier rein? Die muss. Nee, das geht noch ein Stück weiter. Hier vorne kommt nochmal ein richtig, richtig nicer Skypool hin. Ich werde das Haus gar nicht so hoch bauen. Das Haus wird maximal 2 Etagen haben. Das heißt wahrscheinlich noch ein Staffelgeschoss, ein kleines. Und dann war es das schon. Denn ich möchte mich mit dem Berg halt noch verbinden und möchte halt in den Berg noch viel mehr reinbauen. Das heißt, ich habe vor, so eine Art, ihr sagt wahrscheinlich der Name Bruce Banner etwas, aka Batman, ja? Und ich habe vor, eine Art kleine Batman-Mansion zu bauen. Das heißt, oder so ein Iron-Man-Ding. Weißt du, so ein fettes Haus am Berg mit Helikopterlandeplatz und allem drum und dran. Und im Berg dann quasi drinnen meine geheimen Facilities. Alles, was ich brauche. Mein Labor, meine Farmen eventuell, automatisches Lagerkistensystem. Mein Aufzug, der ins Haus noch integriert werden wird. Denn wie gesagt, schau mal, Felix, der Aufzug ist ja quasi hier vorne schon. Und ich habe das Ganze schon so kalkuliert, dass hier, wie gesagt, ein kleiner Glaspavillon hinkommt, ja? Und dieser Glaspavillon wird quasi dann in den Felsen ganz natürlich integriert. Ich habe vor, einen kleinen Kiesgarten hier vorne anzulegen. Ich werde hier auf jeden Fall ein bisschen was vom Berg abtragen. Ich weiß halt nicht, was das hier von Patrick sein soll. Ich glaube, das kann man hier auch getrost ignorieren. Ja, das kann man
Also das theoretisch, glaube ich, sogar. Kann man abfackeln. Das sogar anzünden? Glaube ich. Also, Leute, wenn ihr sehen wollt, dann schaut heute Abend den Stream rein. Dann kann sein, dass ich dann vielleicht ein bisschen was mit Patrick anzünde. Also, da muss man dann das einfach, Ding, ne? Ja. Genau. Ja, wie gesagt, Leute, also heute Abend um 19.30 Uhr gibt es wieder einen Stream und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr da auf jeden Fall reinschaut. Schau mal, Felix, ich möchte den Pool auch gar nicht zu breit machen, weil ich finde diese schmalen Pools, finde ich ultra schön, wenn ich ehrlich bin. Weißt du, was ich meine? Das sind quasi diese Schwimmbahnen, die die ganzen Rich-Almans haben. Weißt, die ganzen schmal, aber tief. Genau, schmal, aber tief, richtig. Das ist eigentlich von unten mit Glas, oder was? Genau. Es soll halt ein gläsernes Bassin werden und ich habe halt überlegt, quasi die ganzen Scheiben entweder mit schwarzem Glas oder mit hellblauem Glas zu machen. Da muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Ich muss auch ehrlich sagen, dass der Ansatz, den Dena da vorne versucht hat, mir in gewisser Weise sogar zusagt, was ich niemals gedacht hätte. Ich habe Felix dafür sogar schon Props gegeben. Schau mal, man erwartet ja von einem Dena nicht unbedingt das meiste. Weißt du, was ich meine? Doch, ich glaube sogar eigentlich, dass er mehr kann, als er eigentlich glaubt. Weiß nicht, vielleicht tut er manchmal nur so ein bisschen. Glaubst du, so. Dena ist jemand, der eigentlich begabt ist im Inneren? Ich glaube eigentlich schon, ja. Ich glaube, der kann. Hast du Fackeln dabei, Schätzelein? Stell mal hin, ganz kurz, da brauche ich ein bisschen Hilfe von dir. Ich bin ein Fackelsteller. Sehr schön, dann freue ich mich da drüber. Also Leute, was ich noch des Weiteren sagen wollte, ist, dass wir heute Abend wahrscheinlich im Stream ein paar Sachen zu klären haben, denn es gab heute Abend quasi in dem Moment, wo ich gerade diese Folge aufnehme, einen dreisten, hinterhältigen Anschlag auf unseren guten Kollegen Dena. Leute, wir Utopia halten zusammen und müssen da auf jeden Fall interagieren. Zander hat einfach Dena umgebracht, Leute, das werden wir heute Abend alles im Stream klären. Ich hoffe mal, dass ihr alle zahlreich am Start seid, meine Freunde. Ja, ich kann es euch, wie gesagt, nur empfehlen. So, schau mal, Felix, ich habe jetzt hier nochmal eine kleine Extravaganz hier geplant, weil, schau mal, der View hier ist ja eigentlich so schön, dass es fatal wäre, diesen nicht zu nutzen. Und deshalb habe ich hier nochmal überlegt, dass man hier quasi nochmal mit einem kleinen Glasbalkon das Ganze nochmal ein bisschen aufwertet. Weißt du, was ich meine? Aber weißt du, was ich mich gerade frage? Ja? Willst du eigentlich noch ein bisschen nach unten bauen? Natürlich, es kommt noch in den Keller rein. Es kommt auf jeden Fall noch in den Felsen was rein, definitiv. Das ist ja genau dieser Batman-Aspekt, den ich halt sagen würde. Weil in die Richtung ist auch ein schöner Ausblick. Ich meine, ich will ja nichts sagen, ne? Aber. Ja. Pass mal auf, schau mal. Ich hab ja theoretisch den ganzen Berg halt unter mir und habe schon noch vor, den ganzen Berg letztendlich auszuhöhlen. Das Haus hier oben ist nur die Creme de la Creme, die man später überall sehen wird. Ja, aber was in dem ganzen Haus drunter liegt, ich werde Geheimgänge bauen, ich werde automatische Lagersysteme bauen, ich werde Minenschächte bauen, ich werde alles in diesem Haus vereinen, meine Freunde, was ich mir immer für ein Minecraft-Haus gewünscht habe. Ich werde Redstone-Schaltungen damit reinbauen und so weiter und so fort. Und ich kann euch versprechen, Leute, es wird ein Bauprojekt, was echt eine lange, lange Zeit existieren wird. Aber da freue ich mich einfach drauf, weißt du, ich habe da einfach extrem Lust drauf. Und ich glaube auch, dass White Concrete ist einfach so ein, weißt du, Concrete ist halt ein Material, was meiner Meinung nach echt ein sehr schönes Bild abgibt in der Landschaft. Und ich habe mir noch ein paar Gedanken macht, Felix, schau mal. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Ich weiß ja nicht, wie farbenfroh du bist in deinem Leben. Wo bist denn du? Na, ich bin gerade bei mir im Lager. Komm mal ganz kurz rüber zu mir, Schätzelein. Ah. Dann zeig ich dir etwas. Pass mal auf hier. Schau mal. Ich habe mir nicht überlegt, Felix, was ist, wenn wir hingehen, ja? Färbt ihr mal ganz kurz was zusammen? Warte mal ganz kurz, so. Mich würde einfach mal interessieren, was hältst du beispielsweise von einer Sache wie dieser hier? Hast du gerade Gravel am Start, mein Freund? Vielleicht bei mir drüben. Ich brauche nur ein klein bisschen, Felix, nicht viel. Ich brauche Gravel und Sand und dann kann ich euch nämlich mal, wobei eigentlich brauche ich nur Gravel, dann kann ich euch nämlich mal präsentieren, Leute, was ich nämlich alles überlegt habe. Denn grauer Concrete sieht, finde ich, gerade in der Küchenzeile unglaublich schön aus. Wir können uns hier echt komplett frei entfalten. Wie gesagt, wir haben hier einfach die Views, Leute. Es wird echt von der Art her so ein kleiner, ja, gläserner Pavillon, der quasi so ein bisschen über den Wolken thront. Und wie gesagt, es kommt ein kleines Staffelgeschoss oben drauf und der Rest wird alles unter Tage sein, Leute. Und ich kann euch versprechen, dass das ganze Gesamtbild einfach so stimmig sein wird. Ich habe vor, mit sehr viel natürlichen Materialien zu bauen, weil ich finde halt immer, Felix, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde halt die Verbindung zum Beispiel von so einem modernen Material wie weißem Beton und beispielsweise Cobblestone oder halt Holz oder solche Geschichten, finde ich immer sehr, sehr passend. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde, man kann da halt echt einiges rausholen und dementsprechend, Leute, kannst generell eigentlich alles kombinieren. Weil die Farben sich nicht so hart stechen, weißt du? Richtig, also nicht, wenn es halt so wie bei Dena ist. Aber das kriegen wir auch noch raus. Ich finde, bei Dena, ich finde, es geht eigentlich mittlerweile. Ich finde, es macht eine gute Entwicklung. Ohne Witz, er macht sich halt. Ich würde es halt nicht wegsprengen, weißt du? Ja, richtig, genau. Also er entwickelt sich auf jeden Fall, das kann man definitiv so sagen. So, schau mal, was ich euch nämlich mal zeigen wollte, Leute. Ich kann euch ja mal ein paar Varianten zeigen. Ihr könnt ja einfach mal in den Kommentaren abstimmen, was ihr da quasi um Girls findet, Leute. Ihr wisst ja, ich bin ja quasi ein kleiner Architekturfetischist und ich finde zum Beispiel, Leute, den Kontrast, ja, in meinem Texture Pack. Also ich weiß halt nicht, wie das bei anderen aussieht. Das muss ich natürlich jetzt nochmal. Deshalb habe ich auch Felix unter anderem dabei, damit Felix mir Feedback geben kann, Leute. Ich finde, das hier sieht schon echt schön aus tatsächlich. Also wenn man mal überlegt, zum Beispiel, man hat da halt diese Materialien, beispielsweise, man hat da halt eine Ecke so und eine Ecke so. Schaut euch mal das hier an. Hier, so, beispielsweise so ein Element, Leute. Wartet mal. Ich kann ja mit dem Concrete auch Slabs machen. Passt mal auf, ich zeige euch nämlich jetzt mal was. So ein paar Sachen, die ich einfach nur im Kopf hatte, Leute, die ich einfach mal gezeigt haben wollte. Concrete kann keine Slabs, Felix. Ist das so? Nee, gibt's nicht. Ist zu neu.
Quarz. Aber irgendwie finde ich auch gerade kein Gravel, das ist total komisch. Damn, okay, pass mal auf. Ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Zeig uns mal bei Petre nachgucken, wenn du willst. Ja, guck mal einfach, sonst schau mal bei Mo oder sowas im Lager, Leute. Schaut mal, ich finde halt so ein Element beispielsweise, finde ich persönlich echt schön, gerade für draußen. Sowas ist halt einfach so. Es hat keinen großen Nutzen, aber es macht einfach einiges her. Das gleiche kann man natürlich auch mit dem Holz hier machen, welches sich unglaublich schön mit dem weißen Beton vereinbaren lässt, meine Freunde. Schaut mal her. Das sieht auch echt geil aus. Einfach der Kontrast zwischen diesem Braun und Weißen. Das macht wirklich echt schon einiges her. Ihr seht das hier, Leute. Und so kann man das Haus dann quasi überhängend machen. Und das sieht wirklich im Endeffekt dann wirklich mehr als so Schockgesell aus. Ich hoffe mal, ihr versteht so ein bisschen, was ich hier gerade versuche zu erklären. Ich habe hier Gravel gefunden über dir. Komm mal her, Bruder. Wo bist du gerade? Komm mal her. Ich bin bei mir unten in der Wohnung drin. Warte, pass auf. Komm runter. Komm aus deinem Lager raus. Komm her, Felix. Schmeiß mal runter den Revel. Hier, hab ich den Revel runter. Danke. Nimm das Key. Komm zu mir da unten, Felix. Ich freue mich auf dich. Komm runter, mein Freund. Ich komm mit meinem Waschalon. Mit dem Waschalon. Mit Waschalon. So, pass mal auf. Ich brauche mal ganz kurz meinen Sand, Leute. Und dann können wir mal ganz kurz ausprobieren, wie das aussieht. Schau mal, siehst du da schon diese kleinen Dinger, die ich da aufgebaut habe? Ja. Was sagst du? Ist jetzt gerade ein bisschen geflutet, aber ja. Moment. So, schau mal hier. Wir haben hier Grey Concrete, meine Freunde. Und dann machen wir einmal noch den Light Grey Concrete. Weil ich finde halt auch den grauen Concrete sehr schön. Aber ich finde den hellgrauen tatsächlich mit am schönsten. Weil der sieht halt auch wirklich aus wie Beton. Wisst ihr? So, schaut mal her. Ist gar nicht so schlimm. Warte, lass einfach mal hier. Schau mal hier, weil das, Leute, das sieht einfach nur unglaublich geil aus, dieser Alter. Haut, wisst ihr? Dieser graue Betonblock. Was ist dieser Sand hier? Der sieht geil aus, ne? Sieht echt geil das aus. Das ist halt, wenn das nicht mit Wasser in Berührung kommt. Aber schau mal hier, Felix, schau mal. Okay. Ich finde halt, dass auch allein dieser Kontrast hier schon, das ist halt so geil, weißt du, sich so ein Ding in die Küche zu stellen, so ein Element, finde ich schon ganz geil. Zum Beispiel, guck mal, wie findest du sowas hier vorne? Alle geile Kühlschrankblocke eigentlich. Guck mal, wie findest du das hier? So, hier mit dem Cobblestone. Geht gut ineinander ein, finde ich, oder? Und ich finde halt, Concrete ist halt eine Sache, die ist nochmal ein bisschen was anderes als Naturstein. Wisst ihr, ihr kennt ja alle den Naturstein. Gut, das sieht bei mir im Texture-Pack, Leute, sehen auch die Stone Bricks relativ fresh aus. Ich kann das mal ganz kurz zeigen hier. Ich habe ein relativ modernes Texture-Pack, Leute. Schaut mal hier. Das geht auch ganz gut ineinander ein. Und ich möchte es einfach mal von dir wissen, Felix. Was gefällt dir von diesen drei Kombinationen eigentlich am besten? So, ich finde Cobblestone und weißen Concrete echt am geilsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist weißer Concrete, ne? Der hier. Das ist weißer Concrete. Genau, Decker. Also ich finde tatsächlich auch sogar den Cobblestone mit dem in Kombination am geilsten. Vielleicht kommt das, aber der weiße Concrete sogar noch ein bisschen geiler, wenn man so Cleanstone Slabs hier hinmacht, weißt du? Könnte man auch mal probieren, warte mal. Das sieht vielleicht noch ein bisschen sauberer aus und mehr futuristic so. Ja, wobei ich finde da halt wieder, wie gesagt, die Verbindung zwischen Naturstein und so schön, weißt du? Aber wir können ja mal kurz gucken, Leute, passt mal auf. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, schau mal. Wir können ja einfach mal sowas hier ausprobieren. Guck mal, Felix, wenn man halt hingeht quasi und das Ganze so designen würde, weißt du? Wenn man halt quasi sagt, wir lassen halt trotzdem das Natursteinelement drin. Und haben halt trotzdem dann halt noch diesen futuristisches Ding drin, weißt du, was ich meine? Dann würde ich es aber tatsächlich so machen. Schau mal, dann würde ich es aber tatsächlich so machen, weißt du, dass man halt. Wie so eine Art Fußleiste oder so. So. Weißt du? Das erinnert mich an irgendwas. Das finde ich echt schön so, Leute. Also schreibt auf jeden Fall mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu unseren kleinen Ideen hier. Ich freue mich auf jeden Fall unheimlich auf den Stream heute Abend, Leute. Es wird auf jeden Fall eine Menge gebaut werden. Ja, ich kann nicht mehr versprechen, als dass es heute Abend eine fette Action geben wird. Schaut definitiv beim süßen Rotpilzboy vorbei, denn der ist auch fleißig am Worken und fleißig am Bauen, Leute. Das war's aus dieser wunderschönen Utopia-Folge. Ich bin damit raus, meine Freunde. Macht's gut. Küsst eure Augen 10.000 Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.